In diesem Video präsentiere ich euch eine klassische zeitlose Küchenplanung in G-Form, in der wir auch das ein oder andere Highlight versteckt haben. Und bei dem Video wie immer viel Spaß. Abonnieren nicht vergessen. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Auch heute befinden wir uns in einer guten Küche unserer Kunden und wir sind hier in der Nähe von Berlin und haben für unsere Kunden hier eine klassische zeitlose Küche geplant. Das Projekt haben wir umgesetzt mit Nolte Küchen. Und zwar haben wir hier in der Front eine Echtglasfront in Weiß, die natürlich in der Planung bzw. eher in der Umsetzung die ein oder andere Herausforderung hatte. Denn Echtglas kann auf der Baustelle nicht bearbeitet werden. Aber dazu an den einzelnen Punkten in der Küchentour mehr. Wir starten mit der Hochschrankanlage. Ihr seht schon, dass die Hochschrankanlage hier an die Raumhöhe angepasst ist. Das heißt, wir haben hier die Hochschränke und haben auf den Hochschränken nochmal Aufsatzschränke aufgesetzt. Und wenn wir jetzt einmal hier öffnen, werden wir sehen, dass der Korpus bis fast unter die Decke geht. Also hier an dieser Stelle wirklich maximale Raumausnutzung. Apropos Raumausnutzung, wir haben hier die Hochschrankanlage begonnen mit den Passblenden. Hier jetzt natürlich die Herausforderung in Echtglas. Wenn hier einige Abweichungen sind, gibt es natürlich dann das ein oder andere Problem auf der Baustelle. Dann darf man die Passblende nochmal neu bestellen. Ärgerlich ist dann, wenn diese Passblende dann auch noch beschädigt angeliefert wird, dann fängt das Spiel wieder von vorn an. Kleine Anekdote hier aus der Montage dieser Küche. Ja, und was haben wir jetzt hier gelöst? Wir haben einen Unterschrank, haben einen Rahmenteil. Dann haben wir ein Regalelement. Das Regalelement ist hier in Wildeiche ausgeführt und dann entsprechend unseren Aufsatzschrank. Die Passleiste mit der Linienführung an das Unterschrankelement, an das Regal und den Aufsatzschrank angepasst. Und wenn wir hier unten die Tür öffnen, werden wir sehen, dass wir hier keinen Schrank haben und sehen auch den Hintergrund, warum das Regal nur sehr schmal ausgeführt ist, denn hier dahinter befindet sich der Schornstein. Denn hier in dieser offenen Wohnküche befindet sich natürlich auch noch ein Kamin. Das Ganze wird gefolgt von der Kühl-Gefrier-Kombination. Die Kühl-Gefrier-Kombination haben wir geplant mit Samsung. Also haben wir ein Samsung-Gerät, klassisch Kühlteil und dann Gefrierteil und daneben optisch angepasst. Auch das war hier nochmal eine kleine Herausforderung, denn wie ihr seht, haben wir hier das gleiche Bild mit den Griffen. Das ist ursprünglich von Nolte Küchen so nicht vorgesehen, denn wir haben hier eine Durchgangstür und die Durchgangstür wird eigentlich ausgeliefert nur mit einer Griffleiste. Auch hier haben wir dann nochmal eine zusätzliche Tür bestellt und haben das Ganze hier auf der Baustelle entsprechend umgebaut. Ja, und wo geht's hier hin? Hier geht's einfach nochmal in eine kleine Speisekammer, die sich unter der Treppe befindet. Die Durchgangstür wird gefolgt von einem klassischen Apothekerschrank, hier 30 cm breit und dann kommt auch schon der Backofenumbau. Und hier sehen wir, dass wir nicht nur den Backofen haben, sondern wir haben hier noch ein Kompaktgerät. Also wir haben 60 cm Höhe Dampfbackofen und wir haben 45 cm Höhe Backofen mit Mikrowelle, also zwei Kombigeräte. Und da wir eine weiße Küche haben, haben wir auch einen weißen Korpus. Trotzdem sehen wir zwischen den beiden schwarzen Bosch-Geräten
hier eine schwarze Linie, also keinen weißen Korpus, sondern der ist mit der schwarzen Metallleiste, die es vom Gerätehersteller gibt, verblendet und somit haben wir ein einheitliches, schwarzes, durchgängiges Bild. Ja, dann geht's hier schon um die Ecke und die Ecke ist nochmal oberhalb der Arbeitsplatte genutzt mit einem Jalousieschrank. Der ist jetzt ausgeführt, passend zu den schwarzen Geräten, in schwarzem Glas. Und wenn wir da einfach die Jalousie mal nach oben bewegen, sehen wir, dass wir hier nochmal Platz geschaffen haben für den Kaffeevollautomaten. Der befindet sich hier auch noch auf einem Auszugstablett. Also das Ganze auch hier praktisch umgesetzt und einheitlich Wandanschluss auch wieder in Schwarz-Hochglanz. Dafür haben wir dann eine schwarze, hochglanzlackierte Frontpassblende genommen und oben halt dann wieder in Weiß der Aufsatzschrank. Und ja, dann geht es hier mit einer Flachstrecke weiter. Wir haben in dieser Küche keine Hängeschränke, denn auf der Spülenseite haben wir dann noch das Fensterelement. Und hier haben wir jetzt dafür gesorgt, dass wir ein einheitliches Frontenbild haben. Wir haben zwei gleich breite Auszugsschränke, einmal den Kochstellenschrank, einmal einen klassischen Auszugsschrank für Stauraum. Das Kochfeld selber auch aus dem Hause von Bosch mit integrierten Abzug. Der Abzug oder das Kochfeld ist nicht auf Umluft, sondern arbeitet hier auf Abluft und der Kanal geht quasi hinten hinter dem Schrank nach unten und im Sockelbereich rechts durch die Außenwand nach außen. Und am Fenster, können wir auch nochmal einblenden, befindet sich dann auch der Fensterkontaktschalter, weil, wie schon erwähnt, wir haben hier im Raum ja einen Kamin. Nach dem Kochstellenschrank folgt das zweite Eckpassstück. Also wir haben hier im hinteren Bereich zwei ungenutzte Ecken und an das Eckpassstück schließt die Spülmaschine an. Spülmaschine voll integriert aus dem Hause von Bosch mit Tip-On-Automatik und das Ganze dann gefolgt von dem 90 cm breiten Spülenschrank. Beim Spülenschrank gibt es auch wieder die eine oder andere Besonderheit. Zum einen, klar, ist mit Auszügen ausgestattet. Das heißt, der obere Schub ist dann ausgeschnitten, hat nochmal hier zusätzlichen Stauraum. Der untere Schub beherbergt die Abfallbehälter und im hinteren Bereich, das war auch hier an der Stelle Kundenwunsch, dass hier noch die Wasserfilteranlage Platz findet, mit integriert werden kann. Aus dem Grund gibt es dann halt auch hier diese zwei Wegearmatur und das Spülbecken, das kennt ihr ja schon aus dem einen oder anderen Video. Können wir euch auch nochmal das passende Video auch in der Infobox verlinken. Haben wir hier die Franke Box, ein Edelstahlspülbecken, wo ein Backblech komplett im Spülbecken versenkt werden kann. Ja, wenn wir jetzt nochmal zur Arbeitsfläche kommen. Die Arbeitsfläche ist eine klassische Schichtstoffarbeitsplatte, allerdings in der Stärke 2,5 cm. Passend dazu die Nischenverkleidung. Und ja, da wir ja hier in dieser Küche keine Hängeschränke haben, haben wir auf die Nischenverkleidung nochmal das Lichtprofil aufgesetzt, was dafür sorgt, dass die Arbeitsfläche nochmal beleuchtet wird. Und wenn man jetzt die Küche so wie jetzt auf die ambiente Beleuchtung setzt, haben wir die beleuchtete Kehlleiste nochmal in der Nischenrückwand wiedergespiegelt. Ja, das hatte ich euch ja noch gar nicht erklärt bzw. gesagt. Die Unterschränke sind grifflos geplant. Also wir haben hier die Kehlleiste edelstahlfarbig und die Hochschrankanlage war ja mit den aufgesetzten Griffleisten auch in Edelstahl, damit einfach hier einmal der Platz vollumfänglich ausgenutzt werden konnte in der Hochschrankanlage und zum anderen, dass sich natürlich Kühlschrank etc. viel besser öffnen lassen. Ja, neben dem Spülenschrank haben wir dann hier noch einen Schrank mit Drehtür und innenliegenden Auszügen, damit die Optik auch hier wieder symmetrisch gewahrt wird, passend dann auch zu der Spülmaschine. Gefolgt wieder von einem Eckpassstück. Jetzt sehen wir schon einen Unterschied zu
den anderen beiden Eckpassstücken, denn dieses ist etwas größer. Dieses Eckpassstück hat die ganz klassische normal oder das ganz klassische normale Stellmaß. Die Eckpassstücken im hinteren Bereich, dort wo das Kochfeld sich befindet, die sind in der Breite eingekürzt, weil wir ja hier auch das ein oder andere bauliche Maß haben, an das wir uns halten müssen. Ja, und die Halbinsel beherbergt natürlich klassisch einen Auszugsschrank, wo dann halt auch noch die Besteckschublade zu Hause ist. Und dann gehen wir mit der doppelten Kehlleiste um die Insel herum, haben hier ja unsere Seitenverblendung und die Rückseite beherbergt auch nochmal zwei Auszugsschränke. Und ja, an die Auszugsschränke kommt man jetzt ja eher schwierig ran, weil ja die Pultplatte hier übersteht. Und ja, die Pultplatte schieben wir jetzt einfach mal beiseite, denn die kann bewegt werden. Und das war auch hier in dieser Küche nochmal eine ja etwas größere Herausforderung, denn die bewegbare Pultplatte wird ja von Nolde so nicht angeboten, denn wir haben bei Nolde ja immer nur die Pultplatten 5 cm stark und 10 cm stark. Also haben wir ja passend zum Nolde-Dekor die 5 cm Platte bestellt, haben dann in der Tischlerei entsprechende Beschläge eingearbeitet, doch die hatten so ein großes Spiel, dass die Platte einfach ja im ausgefahrenen Zustand sich zu sehr bewegt hat. Also haben wir das Ganze nochmal neu angefangen und haben aus einer 5 cm Pultplatte eine passende 8 cm Pultplatte gebaut und dort dann andere Beschläge eingebaut. Und diese sind jetzt wirklich so fest, so starr, dass hier nichts mehr passiert. Die Platte hängt nicht mehr runter, kann problemlos hin und her geschoben werden. Und man kommt jetzt hier an der Rückseite wunderbar an die Unterschränke heran. Und von der Tiefe her, nehmen wir die Stühle noch mal kurz beiseite, haben wir einen tiefengekürzten Auszug, weil wir haben eine Arbeitsplattentiefe in der Insel von 96 cm. Und da wir die Ecke von der anderen Seite nicht genutzt haben, haben wir hier noch mal übertiefe Auszüge. Eine Küche mit der ein oder anderen Herausforderung, mit dem ein oder anderen Stolperstein. Aber ich denke, wir haben hier alle ja, Steine bewegt und das Ganze zu einem glücklichen Ende gebracht und somit wieder eine gute Küche geschaffen. Unsere Kunden sind mit dem Endergebnis zufrieden und ja, ich denke auch, dass ich das Endergebnis sehen lassen kann. Weitere Kücheninspirationen findet ihr über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchen-Logo und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.